Servus Leute, hier haben wir einen Gradschleifer der Firma Fein, um genau zu sein, den MSH636-1. Wir wollen von diesem Gerät die Kugellager wechseln. Jetzt muss man nur unterscheiden. Die haben zwei Teile von dem Gerät, das ist einmal die Ausgangswelle und einmal ja die motorseitige Welle. Insgesamt haben wir in dem Gerät vier Kugellager. Pro Welle kann man sagen zwei Stück. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist das ganze Ding fest. Also es lässt sich gar nicht mehr bewegen, kein bisschen. Und ja, deswegen müssen wir mal schauen, woran es letztendlich liegt. Also wenn das komplett das Ding festgefahren ist, wird es wohl eher sein, dass es das Kugellager auf der motorseitigen Welle ist. Wenn das Ding Unruhen hat, dann ist es meistens so, ja, dass wahrscheinlich ja alle Kugellager getauscht werden müssen. Dafür natürlich das Ding erstmal natürlich vom Netz nehmen, selbstverständlich. Und wir müssen hier zunächst mal die ganzen Komponenten trennen. Das heißt, unten können wir theoretisch die Abdeckung abmachen, unser Kabel ausbauen und so weiter. Das habe ich ja schon alles gemacht. Das ist ja auch nicht allzu komplex. Die zwei Schrauben lösen, Abdeckung abnehmen, dann die zwei Schrauben aus dem Schalter halt abschrauben und ja, dann die Zugentlastung in der Hinsicht auch dann lösen, dann ist das Kabel auch schon weg. Danach können wir das Ganze auch so offen lassen, weil später müssen wir noch die Kohlen entfernen, weil diese dann, ja, wenn wir jetzt die motorseitige Welle ziehen sollten, auch ja, ins Nichts schlagen. Deswegen bauen wir die dann gleich auch nochmal aus. Was wir dafür benötigen, ist selbstverständlich erstmal ein Abzieher, weil die Lager kriegen wir ansonsten per Hand eigentlich nicht ab. Schlitzschraubendreher, zwei Stück wären gut, weil das eine Lager ist nämlich ziemlich nah, ja, am Ende, sagen wir es mal so. Und dementsprechend kriegen wir es mit einem Abzieher auch sehr schlecht ab, außer ihr habt ja verschiedene Abzieher. Ich habe jetzt zum Beispiel nur einen. Im zweiten Teil des Videos wird es auch noch so sein, dass wir dann auch die Ausgangswelle, die Lager einmal versuchen abzuziehen. Und da sage ich euch schon im Vorhinein, das ist definitiv keine einfache Arbeit. Also da braucht ihr dann schon ja, schweres Geschütz, würde ich sagen. Und vielleicht ja, die ein oder andere gute Idee. Weil hier ist es halt so, dass die Kupplung ja, uns da Probleme bereiten wird. Aber das erstmal später. Zunächst mal machen wir die motorseitige Welle. Deswegen lösen wir einmal diese vier Schlitzschrauben. Und dann trennen wir die, ja, Ausgangswelle von der motorseitigen Welle, so wie hier zu sehen. Und hier sehen wir auch die Kupplung schon, die uns dann später die Probleme bereiten wird. Ja, was jetzt noch zu sagen bleibt. Wir benötigen Abzieher, weil wir auf der zum Beispiel die andere Kupplung jetzt von der motorseitigen Welle entfernen müssen. Die lässt sich halt normalerweise nicht von Hand lösen, sagen wir es mal einfach so. Also mit zwei Schraubendreher drunter hebeln und so, die Technik wird da nicht funktionieren, weil wir dann, ja, wie soll ich es erläutern? Mit dem Abzieher den Druck ja viel besser kontrollieren können. Das ist das eine, aber wir können halt, wie gesagt, das Ganze gegen die Welle ziehen, sodass dann die Welle, ja, die Kupplung sich von der Welle löst. Das macht es dann ganz angenehmer. Deswegen, also, da wird definitiv ein Abzieher benötigt. Auch für die anderen Komponenten, das heißt, selbst wenn wir hier diese Kupplung abbekommen, müssen wir später auch dieses, ja, drehende, ja, Gehäusestück, was wir jetzt hier haben, müssen wir später auch mit dem Abzieher entfernen, weil das Ganze auch sehr, sehr straff drin sitzt. Deswegen also da schon mal vorweg, ihr braucht nicht nur jetzt für das Kugellager einen Abzieher, sondern auch für verschiedene Komponenten. Deswegen, wir müssen alles nacheinander abziehen und dann schauen, dass wir ja, uns da langsam vorbewegen. Es sei gesagt, hier müssen wir die Kupplung abziehen, dann braucht ihr die Spannfeder, die sich da befindet, die mehr oder weniger dann die Kupplung ja ausrichtet, sagen wir es mal so. Die müssen wir natürlich dann zur Seite legen, weil die geht in dem Fall nicht kaputt. Wenn wir dann das drehende Gehäuse dann auch abgezogen haben, kommen wir dann ja mehr oder weniger zum Kollektorteil. Das heißt dort, wo letztendlich dann ja die elektrische Kraft dann später in die mechanische Kraft umgewandelt wird. So kann man das dann formulieren. Thank you.
So, dann müssen wir einmal hier, ja, diese Welle einmal lösen von dem Kollektor. Hier einfach die drei Kreuzschrauben rausdrehen. Am besten, wenn ihr dann irgendwas ja in diese ja, in die Welle halt reinschiebt. Hier außen hinter dieser Plastikrifflung. Da einfach einen Schlitzschraubendreher zur Halterung reinschieben und dann versuchen, die Kreuzschrauben zu lösen. Sollte mit einigermaßen humaner Kraft funktionieren, das wohlgemerkt. Dieses Lager kriegen wir mit unserem Abzieher nicht ab, dafür ist der Abzieher halt zu grob. Entweder habt ihr entweder einen ganz feinen Abzieher, so einen ganz kleinen, wo wirklich so die Füße unten flach sind, sodass ihr halt unten angreifen könnt. Aber normalerweise könnt ihr das Ganze auf dem Schraubstock dann später einspannen, weil wir hier diese Welle abnehmen können später von dem Kollektor. Das ist dann nur ein ganz kleines Bauteil, das wie gesagt dann einmal in einem Schraubstock einspannen und dann mit zwei Schraubendrehern einfach drunter greifen und dann die, ja, das Kugellager entfernen. So hat es ja dann ein Bekannter von uns gemacht, der ist Schlosser, und dementsprechend hat er dann einfach die Idee gehabt, das so zu machen. Hat auch super funktioniert, das mal vorweg. Ja, um den Kollektor dann später auch zu entfernen, müssen wir ganz einfach nur versuchen, den halt rauszuhebeln. Der ist nach dem Prozedere nicht mehr geschraubt oder irgendwie verbunden. Wir könnten den rein theoretisch schon jetzt entfernen. Lasst euch nicht beirren, das Ding könnte durchaus festsitzen, weil das untere Lager sich wahrscheinlich in das Gehäuse unten, in die Plastikabdeckung, da wo die Kohlestifte circa sitzen, sitzt das Lager dahinter noch. Das heißt, mehr oder weniger zwischen den Kohlenstiften und den ja, Schalter an sich, das heißt da den schwarzen Knüppel, den wir da unten liegen haben. Dazwischen sitzt das Kugellager, und das hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit, weil die Welle konnte man ja am Anfang gar nicht bewegen, hat sich das Ganze dann in das Plastik gefressen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen Kraft benötigen, um ja den Kollektor halt rauszubekommen. Was ich jetzt noch mache, bevor ich den Kollektor natürlich entferne, einmal diese, ja, die Kohlestifte halt rausnehmen, weil diese ansonsten ja einfach rausfedern würden. Ich weiß nicht, was, ob dann ja die Kohle halt da reinfliegt, keine Ahnung. Wie halt noch befestigt sind, wie man sieht, stoßen die jetzt schon komplett raus. Und ich habe die, wie gesagt, einmal kurz entfernt. Ist nicht schwierig, einfach die Schraube lösen, mit dem die fixiert sind, und dann einfach zur Seite legen. Links und rechts kann man hier schlecht vertauschen. Erstmal sind die sowieso markiert mit links und rechts, und anders würden die sowieso nicht passen von der Konstruktion her. Dementsprechend kann man die dann nicht vertauschen. Was man vielleicht noch beachten sollte, dann die Ringöse, beziehungsweise das Kabel, die Strippe, die da verläuft, dass die halt nicht doch irgendwo ja, beschädigt wird, weil das Ganze ein bisschen dünn ist und ein bisschen ja, instabil wirkt, will ich mal so sagen. Also da einfach nur aufpassen, dass ihr da nichts beschädigt. Den Schalter habe ich auch nochmal demontiert.
müsst ihr nicht machen. Ich habe einfach mal alles jetzt in seine Einzelteile zerlegt. Aber wie gesagt, das eigentlich zusammenzubauen ist jetzt nicht allzu komplex, weil das Ganze natürlich sehr simpel aufgebaut ist. Ja, so, jetzt haben wir einmal den Collector komplett draußen. Hier sieht man noch so einen Plastikring, der da drin liegt. Den kann man auch nicht irgendwie verkehrt rum einsetzen. Der lässt sich auch nur in eine gewisse Richtung einfügen. Jetzt haben wir unten schon gesehen, wo das ganze Problem herkommt. Hier war das Kugellager, hat sich komplett schon zerlegt. Wahrscheinlich durch die Hitze ist es komplett auseinandergefallen. Da haben sich die Kugeln sogar ins Plastik reingeschmolzen. Die müsst ihr später nur rauskratzen bzw. raushebeln. Das heißt, wir nehmen einen Schlitzschraubendreher, packen inzwischen den äußeren Rahmen und der jeweiligen geschmolzenen Kugel und drehen ihn einfach nur so, dass es letztendlich löst, mehr nicht. Den Rest kann man dann einfach dann rausbekommen. Ihr müsstet da nicht abkratzen oder sonstiges. Normalerweise lässt sich das relativ einfach lösen. Das Kugellager hier an unserem Collector kriegen wir ganz einfach mit unserem Abzieher los. Das ist keine große Kunst. Und die müssen wir dann später durch neue ersetzen. Die beiden Kugellager auf der motorseitigen Welle sind beide gleich, das heißt, ihr habt hier keine Unterschiede. Wenn ihr die Ausgangswelle dann später auseinandernehmt, dort habt ihr dann zwei verschiedene Kugellager und die sind auch noch verschieden zu der motorseitigen Welle. Das heißt, da solltet ihr nicht die gleichen bestellen, weil, wie gesagt, das sind unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Größen, unterschiedliches Innendurchmesser, Außendurchmesser. Deswegen, da müsst ihr dann andere holen. So, dann fangen wir ein bisschen an zu tricksen auch, weil unsere Welle ein bisschen zu klein ist, beziehungsweise der Innendurchmesser vom Kugellager ist halt so klein, dass wir die Schraube von unserem Abzieher nicht durchziehen können. Das heißt, unser Durchmesser von der Schraube vom Abzieher ist halt größer als der Innendurchmesser des Kugellagers und dementsprechend müssen wir uns da ein bisschen zu helfen wissen. Deswegen einfach eine kleinere Schraube nehmen und dort dann so fabrizieren, dass ihr dann den Abzieher bzw. die Schraube vom Abzieher dort draufsetzt und dann das Ganze abzieht. Also wie so eine kleine Erhöhung, dann kriegt ihr auch ohne Probleme das Kugellager halt gelöst. So, dann haben wir auch einmal alle Kugellager jetzt wieder beisammen. Das heißt, wir haben die neuen und die alten. Das andere alte ist mir sogar schon zerfallen, welches da schon geschmolzen ist, könnte ich jetzt mal so sagen. Links das neue, rechts das alte und der Unterschied ist halt mehr oder weniger mehr als deutlich, wenn man das Ganze einmal dreht. Gut. Wie gesagt, von der Eingangswelle hier, das Kugellager habe ich dann abgezogen, auch zwischen einem Schraubstock, beziehungsweise hat es ein Bekannter gemacht, am Schraubstock eingespannt das Ganze und dann mit zwei Schraubendreher untergehebelt und einfach abgezogen das Ganze. So, um das Ganze jetzt anzubringen wieder,
benutzen wir einfach ein bisschen Fett. Wir haben hier so ein, ziemlich, also so ein relativ flüssiges Fett, muss man sagen. Das auf die Welle schmieren und dann kann man das Kugellager am besten einpressen. Also dann kann man das mit einem Schraubstock oder halt mit einer Schraubzwinge, wenn es halt nicht anders geht, einpressen. Man kann es auch rein ja, leicht hämmern. Ist aber nicht empfehlenswert. Ist mehr oder weniger dann die Notlösung, wenn es wirklich nicht anders gehen sollte. In unserem Fall kann man das definitiv pressen. Am besten mit einer Schraubzwinge, da klappt das Ganze auch wunderbar. Was man mit einer Schraubzwinge aber trotzdem noch benötigt, ist eine passende Nuss. Da wir jetzt nicht komplett das Kugellager reinpressen, sondern versuchen nur den inneren Ring so gesehen zu bearbeiten. Das heißt, wir versuchen den Druck auf den inneren Ring mehr oder weniger zu konzentrieren und dadurch dann ja, das Ganze reinzupressen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir eine passende Nuss finden, die ja, über die Welle geht und auch genau das ja, Innere vom Kugellager trifft. So kann man das ja, formulieren. Gegebenenfalls könnt ihr auch eine Mutter verwenden, die dann eigentlich mehr oder weniger perfekt über ja, jetzt das Zentrum drüber geht, so gesehen als ja, Ansatzpunkt, weil zwangsläufig eine Nuss passt nicht immer. Deswegen da schauen, dass ihr das Ganze irgendwie getrickst bekommt, um das Ganze zusammenzupressen. So wie hier, so wie ich das Ganze hier zum Beispiel fabriziere. Eine Nuss passt jetzt in unserem Fall drüber. Aber es wird bestimmt Situationen geben, wo keine Nuss drüber kommt oder wo ihr halt ein bisschen fuschen müsst. Das heißt, deswegen da kreativ werden. Wenn ihr an einem Kugellager hämmern müsst, benutzt am besten die Nuss da drauf und dann ein Stück Holz, dass ihr nicht ja, blank aufs Metall rumhämmert, weil das Ganze immer ein bisschen blöd aussieht. Deswegen einfach einen kleinen Holzkeil nehmen oder wie hier so ein, kleinen, ja, so ein kleines Holzstückchen und dann einfach da drauf hämmern. Das ist dann wesentlich angenehmer. Und wie gesagt, mit leichten Schlägen das Ganze reinkloppen. Ihr müsst dann nicht mit grober Gewalt das Ganze ja, reinhämmern. So, dann bauen wir das Ganze auch wieder mal zusammen. Dafür haben wir die drei Schrauben, die ja mehr oder weniger an der Motorwelle befestigt waren, mit dem Plättchen oder Halterung, wie auch immer. Das Ganze einmal zusammenschrauben. Dann könnt ihr ja, den Kollektor wieder in das Gehäuse schieben. Ja, dabei einfach nur das Ganze reindrücken mit der Hand, einfach reinpressen. Das muss einfach nur einrasten, sodass ihr später mit der Hand das Ganze nicht wieder rausziehen könnt. Das reicht vollkommen aus.
weil sich der Rest dann später sowieso nochmal nachpresst. Ihr könnt auch das Ganze dann sehen, ob der Kollektor zu sehen ist, dort wo die, ja, die Kohlestifte waren. Da sieht man dann, ob das Ganze übereinstimmt oder nicht, weil die das Ganze damit letzten Endes ausrichten. Und wenn das zum Beispiel der Kollektor noch zu hoch sitzt, dann wisst ihr, dass ihr das noch nicht weit genug reingeschoben habt. Zu tief schieben könnt ihr es nicht, weil da ist irgendwann ist ja auch Schluss und die Welle sitzt ja eigentlich mehr oder weniger am Ende, beziehungsweise das Kugellager sitzt ja am Ende. Ja, was ihr jetzt natürlich nicht vergessen solltet, das ist dieses schwarze Plastikteil, was ja natürlich beim Ausbau mal rausgefallen ist. Das habe ich jetzt vergessen einzusetzen, deswegen das bitte nicht vergessen, deswegen muss ich gleich die Maschine nochmal ein bisschen zerlegen und das Ganze dann nochmal, ja, nachträglich einbauen. So, dann geht es einmal weiter. Danach kommt diese mittlere Abdeckung drauf, die halt so sich mal mitgedreht hat, als wir die Schrauben gelöst haben. Die lässt sich wahrscheinlich schlecht mit der Hand reinpressen. Dafür dann noch einmal wieder eine Nuss verwenden mit einem Stück Holz und das Ganze dann mit einem Hammer kurz ja, reinhämmern. Das geht, weil hier wird das Ganze nur so wahrscheinlich fixiert durch das Kugellager von außen, aber mit ein paar kleinen leichten Schlägen lässt sich dieser Rahmen wieder komplett fixieren. So, dann einmal die Passfeder. Damit habe ich mir gerade versprochen, nämlich vorhin auch noch. Das ist eine Passfeder, keine Spannfeder. Eine Spannfeder ist was ganz anderes. Die dann einmal bitte einsetzen und dann kommt auch die Kupplung schon drauf. Und die Kupplung müsst ihr dann ebenso einmal wieder mit einem Ring, beziehungsweise mit einer Nuss, ja, und einem Stück Holz reinschlagen. Oder gegebenenfalls könnt ihr das Ganze auch natürlich pressen, aber die Maschine ist relativ lang und ich würde zwangsläufig nicht gegen das Plastik pressen. Da würde ich doch schon empfehlen, das Ganze mit leichten Schlägen reinhämmern. So, dann setzen wir einmal auch die Ausgangswelle drauf, um das Ganze natürlich einmal zu testen, ob es jetzt funktioniert. Was wir danach noch machen müssen, na klar, wir müssen einmal noch die Kohlestifte einsetzen. Das ist aber relativ einfach. Erst natürlich den Kohlestift reinschieben, sodass er sich halt die Feder reinspannt gegen den Kollektor. Und dann die jeweilige Schraube mit dem, mit der jeweiligen ja, U-Scheibe, die da drunter lag, beziehungsweise Anschluss, mit dem jeweiligen Anschluss einfach festschrauben. Achten darauf, wie halt die Strippen verlaufen, dass ihr die dann später nicht im Gehäuse irgendwie einklemmt oder dass die dann halt irgendwie, ich glaube, das ist aber auch gar nicht möglich, in den Kollektor halt ja reinfallen, beziehungsweise da dran schleifen. Danach den Schalter verbauen, da muss man auch nicht großartig viel beachten, sondern ja, da einfach auch die beiden Strippen, die da halt waren, einfach nur anschließen an dem Schalter. Ausgangsseitig müsst ihr dann vom Schalter aus gesehen natürlich dann irgendwo ein Kabel anschließen. Bitte auch ein vernünftiges Kabel verwenden, das dafür geeignet ist. Ein rundes mit einem Querschnitt von, glaube ich, 1 Quadrat muss es sein. Weniger ist meistens immer schlechter. Größer ist meistens fast gar nicht möglich, weil die Kabel da letztendlich zu dick sind. Deswegen da einmal schauen, wie das Ganze natürlich dann verbaut. Deswegen, und dann muss ihr natürlich noch
dürft ihr die Zugentlastung nicht vergessen, auch die Hülse, die da drüber kam, noch zu der Zugentlastung. Die Sachen gehören auch noch dazu, deswegen da das Ganze einmal auch bitte vernünftig zusammenbauen. Und dann seid ihr motorseitig soweit, ja, komplett neu eigentlich, kann man sagen. Dann fehlt uns jetzt noch die Ausgangswelle, aber die wird mit Sicherheit kein leichtes Ding werden. Ja, viel bleibt jetzt nicht zu sagen. Ich schraube das Ganze jetzt einmal kurz zusammen. Was jetzt natürlich interessant ist, ich habe nicht das richtige Kabel verwendet. Das Kabel ist nur zum Testen, mehr nicht, ob die Maschine überhaupt läuft und ob ich nicht irgendwo vielleicht einen Fehler begangen habe. Mehr ist das Ganze nicht. Ich werde mit Sicherheit später noch ein vernünftiges Kabel verbauen. Da ich aber noch die Ausgangswelle zerlege, ja, muss ich da sowieso mal schauen, wie ich das Ganze hinbekomme. Gut, bis dahin haben wir jetzt wird das Ganze funktionieren. Die Maschine läuft allerdings noch unruhig, weil die Lager an der Ausgangswelle einfach nicht in Ordnung sind. Das eine Lager war in Ordnung, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen in der Ausgangswelle, aber dieses Lager, welches hier vorne saß, an der Kupplung fast, das Lager war schon hinüber, beziehungsweise schon ausgeschlagen und lief unruhig. Aber wenn wir das Ganze schon zerlegen, dann ersetze ich sowieso beide Lager. Das ist selbstverständlich, weil den Aufwand, den wir jetzt betrieben haben, um die Ausgangswelle zu reparieren, das war schon echt enorm. Aber dazu kommen wir jetzt dann gleich. So, hier haben wir jetzt schon die zerlegte Ausgangswelle. Um die auszubauen, müsst ihr natürlich erstmal, ja, hier sehen wir den leeren Schacht so gesehen, müsst ihr erstmal die Schraube hier entfernen. Das ist ein Linksgewinn. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr das Ganze nicht noch fester zieht als möglich ist. Das heißt, ihr müsst es in die andere Richtung lösen.
Wie man sieht, schraube ich das normalerweise jetzt lose, aber in dem Fall fest. Deswegen also das mal beachten. Das könnte auch ziemlich straff sitzen, deswegen da drauf aufpassen. Das könnt ihr von vorne weg schon mal lösen. Dann könnt ihr noch die Spannzange lösen, die dann vorne drauf sitzt. Je nachdem, welche Größe ihr da haben wollt, könnt ihr dann noch eine andere bestellen. Dann habt ihr die Welle halt so, wie hier zu sehen ist, mit dem Kugellager drin und der Kupplung oben drauf. Natürlich andersrum eigentlich. So rum war das Ganze natürlich drin. Dann habt ihr dann das oben so frei. Dann habt ihr unten da noch das Kugellager drin und da die Kupplung oben drauf. So war das jetzt gebaut. So, jetzt kommen wir dann zum großen Problem. Das Problem ist, um die Kupplung zu lösen. Hier sehen wir dann noch die Passfeder. Die hat es enorm erwischt bei der ganzen Aktion. Um diese Kupplung zu lösen, müssen wir die natürlich abziehen. Jetzt haben wir das Problem, dass... ja, wie soll ich es erläutern? Das, hier sieht man das nochmal exakt, wie die sich verschoben ist, die Passfeder. Das Problem ist halt enorm, dass wir diese Kupplung nicht abziehen können, weil die Kupplung in dem Raum bzw. im Gehäuse von der Ausgangswelle ja sehr wenig Platz ist, um mit einem Abzieher dort anzusetzen. Es gibt wahrscheinlich diesen dreiarmigen Abzieher etc., aber damit kommt man auch, wie gesagt, darunter nicht dran. Was man natürlich jetzt mal so der Gedanke gewesen wäre, ja, wir versuchen natürlich die Welle rauszupressen. Das haben wir versucht, mit so einer richtigen Presse sogar. Das Problem war allerdings nur, man kriegt die Welle auch nicht raus, weil die Passfeder im Weg ist. Deswegen durch die Presse haben wir eine Tonne drauf gedrückt und letztendlich ja, hat sich das Ganze dann auf die Passfeder entladen. Dadurch hat die Passfeder sich verschoben, das ist ja alles nicht so schlimm, die Passfeder kostet nicht mal 1 Euro, also ist das ganze Thema eigentlich gar nicht mal so extrem schlimm. Das größere Problem ist letztendlich gewesen, dass wir dann einfach versucht haben, wirklich die Welle dann komplett durchzudrücken, was nie in meinem Leben funktioniert hätte. Deswegen also haben wir dann irgendwann den Gedanken umgeschlagen, weil ja, die Welle ein bisschen reingerutscht ist, das ist ja auch alles super toll und schön. Nur dann hätte man die Welle zurückdrücken müssen. Das heißt, wir hätten dann dort, wo die Spannzange sitzt, das Ganze dann einfach wieder zurückdrücken müssen. Dann hätten wir mehr Platz gehabt unter der Kupplung, um diese halt abziehen zu können, beziehungsweise abhebeln zu können. Ob man damit immer mit einem Abzieher dran gekommen wäre, mag ich jetzt dran zweifeln. Aber mit einem Schraubendreher oder mit einer Zange oder so, das Ganze versuchen abzuziehen und das Ganze im Schraubstock eingespannt ein bisschen, das hätte man durchaus wahrscheinlich fabrizieren können und hat am Ende auch funktioniert. Allerdings, wie gesagt, haben wir da schon die Passfeder sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und danach ging das Ganze relativ einfach raus. Das heißt, wir konnten die Welle rauspressen durchs Kugellager. Das Kugellager einfach von der anderen Seite dann rausschlagen, was da drin war. Und dann der Rest, der jetzt übrig geblieben ist, sieht man jetzt hier. Das heißt, hier haben wir die Ausgangswelle. Und nun müssen wir hier den Sicherungsring einmal entfernen. Gut, jetzt kann man natürlich da die spezielle Zange dafür verwenden, die dafür eigentlich üblich ist. Man kann es aber auch mit dem Schraubendreher ein bisschen hochhebeln und später dann mit einem mit einer Spitzzange versuchen, die einfach auseinander zu pressen und dann das Ganze wie nur leicht hochzuziehen an der Welle. Deswegen, also es geht auch. Also man muss da jetzt nicht zwangsläufig eine spezielle Zange für haben. Klar wäre es angenehmer, aber man kann auch ein bisschen da ja, kreativ werden, um das Ganze abzubekommen. Danach das Lager einmal abziehen, beziehungsweise hier sind noch U-Scheiben drunter. Die einmal zur Seite legen und auch bitte so zur Seite legen, wie sie vorher waren, weil die waren auch irgendwie, ja, wie soll man es erläutern, gewölbt. Das heißt, ihr hattet da mehr oder weniger Luft zwischen den Scheiben. Das heißt, die Wölbung war jetzt zu dem Sicherungsring einmal hochgewölbt und auch zu dem, also die andere Seite dann zum Kugellager war auch dementsprechend dann hochgewölbt. Das heißt, ihr habt zwischen den jeweiligen Unterlegscheiben ein bisschen Luft gehabt, so im Zentrum. Wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Spiel zu haben. Wenn ihr dann das Kugellager abgezogen habt, dann müsst ihr noch drauf aufpassen, darunter liegt auch noch eine U-Scheibe, ein bisschen Schaumstoff und ich glaube noch eine U-Scheibe lag darunter oder irgendwas in der Richtung. Die Sachen dann auch bitte versuchen so zu sortieren und anzuordnen, wie das Ganze dann noch vorher war.
So, dann wollen wir einmal die neuen Lager einsetzen. Natürlich erst das größere Lager, das wäre ja noch eigentlich in Ordnung. Hierbei natürlich dann die Reihenfolge beachten. Wir müssen ja erst ja die kleine Unterlegscheibe reinsetzen, dann diesen Schaumstoff, der dazwischen war, und dann die große Unterlegscheibe. Dann kommt unser Kugellager. Hierbei müssen wir natürlich aufpassen, wie das Ganze ausgerichtet ist. Das soll jetzt nicht zwangsläufig mit aller Kraft runtergezogen bzw. gepresst werden. Wir können jetzt natürlich das Ganze auch mit unserem Abzieher in die Gegenrichtung ziehen. Wir müssen das nicht pressen. Pressen geht natürlich aber auch, wenn ihr wollt. Je nachdem, wie ihr die Möglichkeiten auch habt. Natürlich dann auf die Welle ein bisschen Fett, damit das Kugellager auch wieder vernünftig drauf flutscht, ist auch optimal. Deswegen muss das ziemlich so sein, dass die Unterlegscheibe, die wir jetzt drauf haben, ja, nicht mehr so flexibel ist, aber nicht ganz fest ist. Das heißt so, dass man die mit Kraft verschieben kann, aber sich von alleine, jetzt wenn wir das Kugellager ein bisschen drehen, diese Unterlegscheibe sich halt nicht zwangsläufig ja nach außen weg bewegt. Später muss das Ganze natürlich eingesetzt werden noch in das Gehäuse, und dann muss ich diese Unterlegscheibe ja irgendwie ausrichten, in Anführungszeichen, sodass wir dann keine hässliche Kante oder so übrig haben. Gut, dann haben wir das Kugellager drauf, dann kommen die nächsten zwei Unterlegscheiben und dann kommt dieser Sicherungsring nochmal dran. Deswegen darf das auch nicht zu weit oben sitzen, das ist ja auch wichtig, weil sonst kriegen wir den Sicherungsring nicht in die jeweilige Führung rein. Ja, das muss man halt alles beachten. Wollt ihr dann später das Lager mit dem Abzieher drauf ziehen, das heißt, wir ziehen das dann in andere Richtung, müssen wir noch dann vielleicht eine kleine Mutter in das Gewinde von unserer Spannzange setzen, damit wir mit unserem Abzieher, weil wir da ja auch die Schraube haben, die dann reingeht, mit der Schraube letztendlich das Gewinde von unserer Spannzange, dann wo später die Spannzange rein muss, besser gesagt, dass wir das Gewinde dort dann halt nicht zerstören bzw. beschädigen. Das wäre natürlich dann schade. Deswegen da eine kleine Mutter rein, dadurch erhöht ihr dann letztendlich ja die Stufe so gesehen, und dann ja, wird der Druck auf die Mutter entladen, beziehungsweise wird dann gegebenenfalls halt das Gewinde der Mutter kaputt gehen, aber das ist eben verkraftbarer, als dann später eine komplett neue Welle holen zu müssen.
noch ein kleiner Tipp, wenn ihr diese Unterlegscheibe halt einigermaßen ausrichten wollt, das heißt, ihr dreht das Ganze dann in die, also versucht das Lager wieder abzuziehen und auszurichten, könnt ihr, um das später wieder festzumachen, ein bisschen Klebeband bzw. Isolierband verwenden, um die Welle, um das Kugellager herumkleben und damit dann die Unterlegscheibe zentrieren und dann das Lager ein bisschen wieder festziehen. So passiert das halt nicht, dass das Lager, die Unterlegscheibe dann irgendwie verrutscht oder sonstiges. So könnt ihr das einigermaßen zentrieren, das Ganze. Deswegen also da, ja, bisschen erfinderisch werden. Jetzt schmiere ich natürlich beide Seiten einmal mit Fett ein, weil später hier kommt das Kugellager, das wir noch jetzt hier lose rumliegen haben, rein. Und auf der anderen Seite nochmal ebenso für die Welle, die wir später einsetzen müssen, muss das Kugellager da auch noch eingesetzt werden. Also bis dahin kommt dann ja das Kugellager mit der Welle zusammen von der anderen Seite rein. Das müssen wir dann auch reinschlagen, weil reinziehen können wir in dem Fall das nicht. Wir könnten mit einer Schraubzwinge vielleicht, aber klappt eigentlich auch nicht, weil, ja gut, ja doch, dürfte funktionieren mit einer Schraubzwinge und vielleicht ein Blech oder so, mit dem wir dann das Loch abdecken. Dann können wir mit einer Schraubzwinge rein, theoretisch, oder mit ja ein Stück Eisen oder dem Holzkeil, das wir dann über die Öffnung legen, können wir dann theoretisch auch die Welle reindrücken. Das sollte dann auch funktionieren. Geht dann auch mit einer Schraubzwinge. Ist sogar empfehlenswerter, glaube ich, mit der Schraubzwinge das so zu probieren. Genau, so muss es rein. Deswegen ist da auch noch ein bisschen Fett an die Seite dran. Ja, und dann, wenn wir das Ganze natürlich reingedrückt haben, mit reingepresst haben oder reingehämmert haben, notfalls geht's auch, dann können wir ja auch das andere Kugellager einsetzen. Das müssen wir sogar reinhämmern, weil ich glaube, pressen geht da sogar noch schlechter. Müssen wir dann gegebenenfalls auch ein bisschen erfinderischer werden, deswegen habe ich das reingehämmert. Wie gesagt, man muss halt schauen, dass wir nur den inneren Ring schlagen, mehr nicht. Und dann kann man das das Kugellager dort, wo die Kupplung halt sitzt, ja einigermaßen gut reinsetzen. Wie gesagt, das Ganze gut einfetten, dann geht es meistens auch einfacher. Ja, wenn ihr das Ganze dann soweit zusammen habt, könnt ihr natürlich auch schon ja dieses eine, ja das Linksgewinde bzw. diesen Deckel, der halt sich befunden hat an der Spannzange, den könnt ihr dann auch schon mal festschrauben. So, und dann habe ich jetzt die Passfeder mittlerweile auch bekommen für die Kupplung, da die unsere alte Passfeder natürlich kaputt gegangen ist und nicht mehr verwendet werden konnte, da wir definitiv einfach zu viel Druck ausgeübt haben, haben wir jetzt hier eine neue, die war sogar recht günstig, 2,45 inklusive Versand, also der Versand war teurer als die 10 Passfedern, die wir bekommen haben, die Passfeder dann in die jeweilige ja, Ausschachtung setzen. Das ist natürlich ein bisschen kleine Fummelarbeit, das passt natürlich sehr exakt und da wir jetzt hier auf engstem Raum arbeiten, müssen wir letztendlich schauen, dass wir das dann irgendwie reingefummelt bekommen mit der Pinzette und dann können wir die Kupplung halt draufsetzen. Zu der Kupplung muss man vielleicht zwei, drei kleine Worte sagen. Die Kupplung könnt ihr zum Ansetzen mit dem Hammer einfach anschlagen, das heißt, dass sie einigermaßen erstmal drin sitzt. Das Ganze natürlich auch anfetten am besten noch, das habe ich in dem Fall vergessen. Und später am besten das Ganze pressen mit der Schraubzwinge. Weil das Ganze mit dem Hammer reinzuschlagen dauert auch extrem lang. Ihr könnt ja nicht einfach wild drauf loshämmern, ihr müsst ja mit Gefühl schlagen. Also damit jetzt roher Gewalt mit dem Riesenhammer draufklatschen würde ich nicht empfehlen. Wie gesagt, da könnt ihr die Schraubzwinge verwenden oder halt ein Schraubstock ist, denke ich mal, nicht lang genug für das Ganze.
Prozedere, deswegen die Schraubzwinge verwenden und das Ganze reinpressen. Und das Ganze so weit reinpressen, dass es eigentlich mehr oder weniger glatt mit der Welle halt übereinstimmt, das Loch, sodass ihr dann ja keine Vertiefung noch habt. Das wäre dann auch sehr wichtig. So sieht man mal die Konstruktion, die ich mir dann gebastelt habe, einen Schraubstock und daran die Schraubzwinge, weil sonst rutscht das immer weg. Eine Schraubzwinge allein hätte natürlich auch gereicht. Und so kann man das Ganze dann einspannen und dann, wie gesagt, die Kupplung drauf pressen, sodass sie dann einigermaßen glatt später ist. Nicht zu weit pressen, das ist auch wichtig, dann guckt immer zwischendurch besser mal, ob und wie weit ihr dann das Ganze schon reingepresst habt, dass ihr das Ganze nicht zu tief reinpresst, weil ja, dann kann es sein, dass die Kupplung dann am Gehäuse schleift später und das sollte natürlich nicht passieren. Ja, und hier das zweite Bild, so sieht das Ganze dann aus. Natürlich haben wir hier noch so eine kleine Kante, die muss natürlich dann auch noch verschwinden. Das soll dann glatt übereinstimmend sein mit der Kupplung, beziehungsweise ja, die Welle soll natürlich glatt übereinstimmend sein mit der Kupplung, so. Und dann seid ihr dann soweit fertig und könnt das Ganze dann wieder zusammensetzen und zusammenbauen. So, dann einmal alles wieder draufsetzen, so wie es sein sollte, festschrauben, dann muss natürlich noch das Kabel wieder mal anschließen und dann können wir einen Testlauf starten und schauen, ob das Ganze funktioniert oder halt nicht. Und ob wie ruhig die Maschine läuft und so weiter, weil man sollte schon definitiv einen Unterschied merken, weil ansonsten stimmt halt doch was nicht.
So, und jetzt hier einmal der Testlauf. Natürlich ziehe ich noch eine Schutzbrille an und Handschuhe, einmal einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil das Ganze mit nackten Handschuhen dann zu testen ist natürlich ein bisschen blöd. Ich habe noch eine extra Spannzange neu bestellt. Das ist eine 3 mm Spannzange für die ganzen kleineren, ja, Schleifutensilien, die man halt so hat. Oder Schleifköpfe einfach gesagt. Weil die 6 mm Schleifköpfe sind auch relativ teuer. Deswegen habe ich mir da einfach eine kleinere Spannzange geholt für ein paar Euro. Und diese mache ich jetzt dran und dann können wir das Ganze einmal durchtesten. Man wird sofort merken, vom Gefühl ist das Ding so komplett ruhig. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Probleme, das rattert nicht, das ja, vibriert auch nicht komisch. Das Einzige, was ist, wenn jetzt die Kupplung jetzt nicht richtig sitzt, dass es vielleicht oben ein bisschen schnell heiß wird. Man sollte gucken, ob der Lauf auch glatt durchgeht. Das ist halt wichtig, dass einem vielleicht oben dran drehen. Ob das Ganze dann noch langsam, also geschmeidig austritt und nicht gebremst wird, das ist halt wichtig. Also nicht extrem gebremst wird oder ein Widerstand halt, ja, spürbar ist, das ist halt so wichtig. Und ja, dann sollte das Gerät auch eigentlich soweit funktionstüchtig sein und einwandfrei funktionieren. Das ist halt auch sehr entscheidend. Bei mir funktioniert es wieder einwandfrei. Ich gucke trotzdem nochmal nach, ob ich die Kupplung vielleicht noch ein bisschen, ja, vielleicht doch ein bisschen näher dran schiebt noch. Da muss man halt schauen. Das ist halt wieder die kleine Feinarbeit, die am Ende immer nochmal nachkommt. Aber ansonsten, auf jeden Fall läuft das Ding komplett ruhig und ausgelagert und dementsprechend alles super. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr gerne mal fragen. Ist kein Thema. Hier in den Kommentaren oder bei Instagram. Wie ihr wollt, versuche ich dann zu helfen, Tipps zu geben und versuche in Zukunft auch mal mehr Baumaschinen und halt so in der Region generelles Werkzeug zu zerlegen und vielleicht mal ein paar Sachen zu zeigen, wie die von innen halt aussehen. Ansonsten gibt es halt nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Reparatur und viel Erfolg auch und man sieht sich dann im nächsten Video. Bis dann!